Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, heute sehen wir uns zum letzten Mal mit der Brauerei Böckenbräu, mit der letzten Flasche, die wir jetzt hier haben. Und da kommt auf uns zu ein Red IPA, also ein rotes IPA. Und zwar hört es auf den Namen Ramaloke oder Ramalöke. Oh Gott, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Zumindest schaut es so aus. Dada. Ja, sieht aber ganz lecker aus. Wasser, Gersten, Malz haben wir drin, Hopfen und Hefe ist drin. Ja, und Alkohol haben wir wieder ein bisschen was Stärkeres, 6% Umdrehungen. Ja, letzte Flasche. Sind wir mal gespannt, oder? Bis jetzt sind wir richtig gut gefahren mit den vorigen 5, fand ich. Und ich würde sagen, machen wir auf. Wir haben schon wieder Bierdurst. Und solltet ihr im Hintergrund übrigens wieder Geräusche hören, Ventilator ist an. Wir brauchen hier Kühlung, Leute. Das ist, ihr seht das hier auf der Stirn. Das ist dermaßen warm. Ich schwitze mir hier wirklich. Das wird ein geiler Sommer, glaube ich, ja. So, Kapsel. Wieder schwarz, ist nichts drauf. Das ist, wie gesagt, alles das Gleiche hier, was wir bisher hatten. Ja, Entspannungsverdampfung ist drin. Da sieht man es schön, wie es rausströmt. Finde ich schön. Riecht sehr fruchtig und da haben wir wieder unser Tastingglas. Achtung, lassen wir laufen. Passt diesmal wieder ein bisschen auf mit dem Einschank, weil wir wollen ja nicht hier zu viel Schaum produzieren. Oh, ich sehe schon, was da reinläuft. Das sieht aber sehr lecker aus, Leute. Da freue ich mich jetzt gleich richtig. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich doch noch ein kleines Blümchen hin, aber Vorsicht, ich muss noch mal kurz die Hefe ein bisschen rausschleudern. Oh, Leute, habe ich da einen Bock drauf und das riecht schon wieder so geil. So, da kommt sie ins Glas rein. Prima, so muss das sein. So, zack, drin ist es. Und was haben wir da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Gut erkannt, Sherlock. Ja, nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Zwei Fingerbreite Blume, feinporig würde ich sagen, sehr linear, kaum Kraterbildung drauf und das Ganze ist cremeweiß. Finde ich sehr schön. Jo, was haben wir da im Glas? Tatsächlich wieder, und das ist wirklich bei allen Bieren jetzt aus der Böckenbräu-Brauerei wirklich, das ist richtig naturtrüb, Leute. Also so stelle ich mir wirklich richtiges naturtrübes Bier vor. Das ist nicht nur teilfiltriert oder teilnaturtrüb, sondern das ist komplett naturtrüb. Ja, und man erkennt hier wirklich nichts mehr. Ist wirklich fantastisch und geil. Also ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe es bei allen 6 Flaschen jetzt gesagt. Ich finde es einfach geil. Sieht einfach geil aus. Das ist einfach so, es macht einen wirklich so Appetit. Es ist so eine Tiefe, die da drin ist. Das sieht so naturmäßig aus, so kernig aus, so richtig so, oh, so richtig lecker. Da möchte man am liebsten sofort, ja. Oh. Gleich trinken, ja. Ja, leicht bräunlich, nicht wirklich rot. Ich hätte jetzt gedacht, Red IPA wird eher so ein bisschen, ja, von der Optik her so ein bisschen mehr ins Rötliche reingehen. Das ist es tatsächlich aber nicht und das erkennt man hier auch relativ gut. Ich würde sagen, es ist so ein Orange ist das wieder. Das geht so wieder eher so in diese Richtung Multivitaminsaft rein. Allerdings dunkler, noch viel dunkler. Da ist noch viel mehr Braun drin. Ja, Karbonisierung vorhanden, das perlt wieder ordentlich. Auch hier die Eigenschaften sind ja konstant, jetzt ist das richtige Wort da. Böckenbräu ist konstant in ihren Eigenschaften her, also die Qualität ist wirklich bei allen gleich sehr gut. Ja, ich spreche nicht nur von gut, sondern wirklich sehr gut. Das, was hier daherkommt, so muss das sein. Also das ist, wie gesagt, richtig top, können wir einfach nur so sagen. Deswegen auch hier von der Optik ganz klar 10 von möglichen 10 Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, machen wir mal anschnuppern. Ja, ich freue mich schon wieder. Das ist wieder dieses dieser Multivitaminsaft, ne? Das ist er wieder. IPA sage ich nur, die Fruchtnuancen kommen durch. Ich sage es ja immer wieder, ich assoziiere es immer wieder mit den schönen guten alten Bohlen aus den 70er Jahren. Ne? Da hat Mutti das auf den Tisch gestellt zu Silvester, schön die Kelle rein und dann hat dann jeder seine Fruchtbowle bekommen. Und so ähnlich so mit diesem Peach hier, mit diesem Pfirsich, ja, und diese ja, Aprikose, so diese ganzen lieblich süßen Fruchtnuancen, die gehören meines Erachtens auch oder die müssen auch in so einen IPA rein und das kommt hier richtig deutlich zum Vorschein. Was ich auch schön finde, ist, dass der Alkohol im Hintergrund schwingt. Dann wirklich nur dieses herbe und auch fruchtige in die Nasenflügel aufsteigt. Finde ich sehr schön.
Und hier steigt gleich noch was anderes auf, weil ich schwitze hier schon wieder wie... Boah, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich leide. Also erlösen wir mich mal vom Leiden, Freunde. Und wir machen jetzt mal einen Antrunk zusammen, weil den lieben wir immer. Also, auf ein neues, sage ich mal. Auf euch, ihr Lieben. Auf Böckenbräu, auf das Bier und auf den Genuss. Dann wollen wir mal. Aha, mal wieder, das wundert mich jetzt nicht, da ist wieder was völlig anderes. Oh, ist das erfrischend, oh. Oh, Leute, das ist ja wieder traumhaft hier. Also, was ist eigentlich Ramaloke oder Ramalöke? Ist mir hier irgendwas entgangen irgendwie, was Mythologisches oder so? Keine Ahnung, das hört sich so ein bisschen so nach Wikinger an, so irgendwie so in diese Richtung, nordische Mythologie, kann das sein? Hoffentlich liege ich jetzt nicht völlig falsch, aber ansonsten müsste ich mal direkt mal googeln, wo dieses Wort herkommt, dieser Wortstamm, weil sagt mir wirklich jetzt gar nichts, da habe ich eine Bildungslücke. Zumindest Ramaloke, wie auch immer, zeigt sich erstmal beim Antrunk recht ehrlich, recht schlicht, recht ehrlich. Tatsächlich hatte ich das ganz kurz, so ein bisschen, ganz kurz, eine kleine Assoziation, wo ich an Flensi denken musste. Gute alte Flensburger, da ist sofort gerade, oh, da ist aber jetzt dieses Herbe, was sich so sofort immer beim Flensi so vom mittleren Zungenbereich so nach hinten schiebt, wo ich immer sage, so, das ist dann schön die Anhängerkupplung und so zack, dann geht's nach hinten. Und so ähnlich hatte ich gerade hier so eine kleine Assoziation gehabt, allerdings, die hat nicht lange angehalten, weil dann war sie auch schon wieder da. Ja, die Fruchtnuancen natürlich. Und die stellen sich auch sehr selbstbewusst hier wieder beim Antrunk vor. Wir erinnern uns, das hatten wir bei dem White IPA hatten wir das auch gehabt. Ne, das Fornadur, glaube ich, hieß das. Genau, da hatten wir es auch gehabt. Ja, deswegen grundauf solide im Aufbau beim Antrunk. Das finde ich sehr schön. Weiches bis mittelweiches Brauwasser. Es breitet sich schön flächig aus, finde ich gut. Alles ist benetzt. Auch hier Qualität passt wieder. Also ganz klar sage ich sofort so, das kann schon mal nächste zapfen. Hier, das ist lecker, da hat man Bock drauf. So, tiefen, tauchen wir ein bisschen tiefer ab hier. Ne? Biologie wieder und so. Ja, ich finde, hier kommt der Malzkörper noch ein bisschen deutlicher vor als bei dem White IPA, weil man merkt tatsächlich jetzt hier wieder so eine leichte Nuance vom Getreidesilo, finde ich. Das merkt man hier. Das kommt so ein bisschen hervor, tritt so ein bisschen in den Vordergrund, bleibt nicht lange, ja, aber stellt sich halt so vor, so, ne, so schön, so wie auf so einem Catwalk, so hier kommt so an, zeigt sich und dann geht es wieder zurück. Finde ich ganz gut. Die Herbe spielt hier komplett eine Rolle. Finde ich auch wesentlich intensiver als beim White IPA. Müssen wir ganz klar sagen. Weil hier ist es wirklich, sobald es im Mundraum hast, dauert es nicht lange. Da kommt auch schon tatsächlich diese Hopfenherbe hervor. Die tritt so richtig schön in den Vordergrund, bleibt auch langanhaltend und wird dann erweitert, gerade im mittleren Zungenbereich, wo dann die Fruchtnuancen kommen. Ne? Ganz klassisch wieder, wie man es von einem IPA kennt. Ich würde sagen, das Rote hier ist noch ein Zacken, ich sag jetzt mal so ein bisschen, mir erinnert es mich wieder an Schokolade, so sahnige Schokolade, so ganz kleine Spur ist da noch mit drin. Die habe ich beim White IPA auch vermisst, wenn ich die jetzt direkt nebeneinander, das wäre jetzt interessant, wenn man jetzt zwei Flaschen hätte und man würde gleich einen Vergleich, direkten Vergleich machen, ich glaube, dann würde man es merken. Hier ist es ein bisschen röstiger, glaube ich. Also mir kommt das Rote hier so ein bisschen röstiger vor als das Weiße. So, nach hinten raus. Schön lieblich. Eine liebliche Nuance. Garantiert vom Hopfen kommt die auch noch her. Das verstärkt sich, das ergänzt sich. Malzkörper, Aromahopfen und die Fruchtnuancen. Alles drei Komponenten, die eine Lieblichkeit mitbringen. Finde ich sehr gut. Und die gehen parallel zueinander nach hinten raus. Also die bleiben wirklich bis kurz vor dem Abtritt, bis zum Abgang. Ganz kurz, so hinten der letzte Zungenzipfel. Da bleibt es dann nochmal kurz hängen. Und dann... beim Schlucken sozusagen, dann merkt man so, okay, dann lösen sie sich wieder und gleiten dann gemeinsam runter. Das finde ich sehr schön, das ist sehr gut gelöst. Die Hefe allerdings, die schmecke ich hier nicht so intensiv raus. Die war beim White IPA auch ein bisschen stärker, glaube ich. Hatte ich es, glaube ich, so in Erinnerung gehabt. Ja. Lecker. Ansonsten eine ganz ehrliche Sache. So. Können wir zusammenfassen? Ja,
ganz klar, Ramalöke, leckeres Bier, Leute. Ist ein leckeres Bier, auch hier spreche ich eine Empfehlung aus. Ist auch tatsächlich für Anfänger gut geeignet. Sonst hatten wir ja immer gesagt, bei Böckenbräu, das sind ja ziemlich spezielle Biere. Ne, außer bei dem Seebock, da hatten wir ja schon gesagt, ja doch, das ist auch einsteigerfreundlich für Otto-Normalverbraucher, die sich vielleicht nicht intensiv mit Bieren beschäftigen. Da ist es genau das Richtige und das macht das Ramalöke hier genauso. Also auch das ist durchaus ein Bier, wo man sich rantrauen kann. Ist jetzt gar nicht so speziell. Ist sehr ehrlich, sehr geradlinig, wenig komplex, aber trotzdem so weit ausgefeilt und selbstbewusst in seinen Nuancen und Aromen, dass es sich so vorstellen kann. Finde ich sehr, sehr gut. Kann man den Versuch wagen, wird man nicht enttäuscht sein. Es ist saulecker. Dementsprechend möchte ich es auch bewerten. Auch hier ist es mir 5 von möglichen 5/6 Punkten wert. So, und nun fassen wir mal ganz kurz nochmal zusammen, aber erstmal nochmal ein Stückchen nehmen. Da kümmere ich mich gleich drum. So, und zwar, weil es ja jetzt die letzte Flasche ist von Böckenbräu, da sind sie nochmal alle, ne? Das ist der Flyer, wie gesagt. Falls ihr gerade hier durch Zufall einschaltet, Leute, schaut in die Playlist. Das allererste Video stelle ich den Biergarten und die Brauerei auch vor. Machen wir noch ganz kurz ein Ranking, die Zeit muss sein. Also, hier haben wir 5 von 5 Punkte bewertet. Finde ich gut. Ist für einen Einsteiger sehr, sehr gut geeignet, dieses Red IPA. Kann man machen. Sehr aromastark, sehr selbstbewusst, ist lecker. Als zweites, was ich empfehlen möchte, ist Böckenbräu der Seebock. Schöner Bock. Sehr, sehr, ich sag jetzt immer auch speziell, aber einsteigerfreundlich. Ja, ist schön geradlinig. Hätte man vielleicht gar nicht erwartet. Also nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Sau lecker. Kann man trinken. Natürlich vielleicht eher so ein bisschen in kälteren Jahreszeiten. Ja, sonst im Sommer so, das brezelt dich sonst völlig weg. So, dann möchte ich das nächste hier nochmal kurz hochhalten. Das ist der Seelefant. Der Seelefant, das ist das erste, was wir hatten. Und zwar ist es mit diesem, ja, Buchrauchweizen. Und hier muss ich sagen, ich hatte ja das Glas danach noch ausgetrunken nach dem Video. Und ich habe es fast bereut. Am liebsten hätte ich es doch noch ein bisschen höher bewertet. Vielleicht noch ein halbes Pünktchen. Weil diese Rauchnuance kam später tatsächlich dann noch ein bisschen deutlicher nach oben. Ich glaube, wir hatten den Fehler gemacht, wir haben es zu kalt getrunken. Auch hier gilt, lieber ein bisschen wärmer von der Temperatur. Aber auf jeden Fall sehr lecker. Und auch diese drei übrigens, die möchte ich sehr gerne empfehlen, auch einsteigerfreundlich. Wobei, wie gesagt, könnte schon fast ein bisschen zu speziell sein, ja, der Seelefant. Ja, als genauso gut gelungenen, übrigens von meiner Freundin, das Lieblingsbier, die hat dann auch probiert, das war das Volador gewesen, das ist das White IPA, was ich eben mit dem abgeglichen habe. Das auch schon ein bisschen zu komplex, ja, Multivitaminsaft, sage ich nur, das war diese Geschichte gewesen, aber auch saulecker, Leute. Ja, also das sind so die 4 Favoriten, die ich habe, wo ich sofort sage, die würde ich mir alle nochmal in den Einkaufswagen packen, die würde ich meinen Gästen anbieten und diese 4 würde ich tatsächlich auch empfehlen als Biersüffler. Die sind wirklich lecker. Also wenn ihr mal im Jupps Biergarten unterwegs seid, liebe Leute, hier könnt ihr vertrauen, hier ist Meinung. Ja, das heißt, ich bin hier nicht bestochen worden oder sowas, sondern wirklich 100% Meinung. Sauleckere Biere, die könnt ihr da durchaus probieren, da macht ihr nichts falsch. Ja, das ist richtig hohe Qualität, saulecker. Wo man ein bisschen vorsichtiger sein muss, das sage ich also auch subjektiv natürlich, das sind die beiden, weil hier noch ein paar Kanten drin sind. Das Seebär als Porter kommt nicht wie ein klassisches Porter daher, das muss man wissen, weil hier fehlt einfach die Lieblichkeit drin, die Sahnigkeit. Da machen wir mal einen kleinen Schwenker rüber nach Irland, da haben wir es dann noch ein bisschen intensiver. Also da sind noch ein paar Kanten drin und beim Draco, das ist dieses Black IPA, im Nachhinein sage ich auch, war es lecker gewesen, schön schokoladig gewesen, deswegen ja auch recht hoch bewertet, nur auch hier gilt die Alkoholkante, die drin ist. Ja, manche mögen es aber auch nicht. Und das ist im Endeffekt das, was so ein bisschen zum Verhängnis wird. Das ist vielleicht ein bisschen zu speziell für den normalen Bierkonsumenten. Da habe ich nochmal lange überlegt, so, na, sind wir da nicht so krass irgendwie mit der Bewertung oder so, weil wir das vielleicht erwarten, weil wir uns jetzt schon so lange mit Biere jetzt beschäftigen, seit 25 Jahren. Aber ich denke mal, das kann man wirklich herausschmecken, dass man einfach da noch eine leichte Kante drin hat, die hier übrigens nicht drin ist. Ja, die hatte man hier nicht gemerkt. Und auch bei dem Böckchen hier, da hat man halt nicht gemerkt, dass dieser Alkohol so konzentriert nach vorne kommt. Also das ist das, was ich mit Kante meinte. Trotzdem kann man sie auch trinken. Wir bewegen uns hier generell bei Böckenbräu bei einer ganz hohen Qualität. Eine sehr hohe Qualität. Deswegen, da ist alles überm Durchschnitt und bis sehr gut.
Gut, dann geht mein Dank nochmal speziell an die Brauerei Böckenbräu. Schönen Grüß geht dann runter an euch. Und ja, damit sind wir fertig. Die Playlist ist aktiv. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und bis zum nächsten Biertest. Ciao, euer Biersüffler.